Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich euch zeigen, wie man Glasfasertapete richtig überarbeitet bzw. richtig überspachtelt. Warum wir das überspachteln, sage ich euch gleich. Ich zeige euch, welches Material man braucht, auf was ihr achten müsst und alles rundherum um das Thema Glasfasertapete überspachteln. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und schreibt einen Kommentar, was wir noch alles machen können. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mit dem Video. Viel Spaß dabei und let's go. Ich habe die Glasfasertapete jetzt auf jede Haftung überprüft, habe da mit der Spachtel mal drunter gegriffen, beziehungsweise ihr könnt es auch mit dem Cuttermesser machen. Und die ist wirklich bombenfest, deswegen braucht ihr die nicht runter machen, da spart ihr euch Zeit und Mühe. Wir werden das Ganze einfach überspachteln. Ich habe hier schon die Risse, beziehungsweise die freien Stellen überspachtelt mit dem ADEX R1. Damit werden wir auch die ganze Wandfläche spachteln. Das ist ein Renovierungsspachtel für alle Untergründe. Ich zeige euch gleich, wie man den richtig anmacht. Löcher wie hier, die müsst ihr vorfüllen, weil die fallen euch wieder ein. Die müsst ihr gegebenenfalls 2 bis 3 Mal spachteln. Das könnt ihr bei der Untergrundvorbereitung machen, bevor ihr die ganze Fläche überzieht. Ich zeige euch gleich, wie man die ganze Fläche richtig überzieht, mit welchem Werkzeug. Und ich werde jetzt noch hier die Ränder abkleben von den Türen, von der Sockelleiste. Und dann legen wir los mit den Spachteln. Den Türrahmen klebe ich jetzt hier mit dem breiten Goldband ab, 5 cm. Damit klebe ich auch die Fußleiste ab. Schaut, dass ihr das schön abklebt, damit euer Türrahmen nicht dreckig wird. Das lässt sich zum Putzen dann ab, wenn dann hier die Spachtelmasse hängt, dann müsst ihr das mit dem Schwamm runterkratzen. Deswegen kleben wir jetzt erstmal alles sauber ab. Die Ränder klebe ich einmal komplett ab. Und die ganzen Armaturen von der Küche, die wo da dran war, klebe ich auch ab. Ich habe mir jetzt hier Wasser in den Eimer gefüllt, nach Gefühl. Ihr könnt es aber auch gerne im technischen Merkblatt bzw. im Praxismerkblatt nachschauen, wie viel Wasser die perfekte Mischung ist. Ich habe jetzt Wasser nach Gefühl rein, weil ich das schon gut einschätzen kann. Danach nehmen wir es den ADEX R1 und schütten den ADEX R1 Pulver zum Wasser hinzu und verrühren das Ganze dann gut. Ich träufel das immer so ein und verteilt sich das schön nicht auf einen Fleck. Wir wollen das Material auch nicht zu dick anmachen und nicht zu dünn. Wir müssen da die richtige Menge finden, dass es schön spachtelfertig bzw. verarbeitungsfertig zu einer schönen Masse wird. Dazu nehme ich jetzt hier einen Quirl, der ist für einen Akkuschrauber. Und quirl das Ganze schön durch. Kann ich mit der Kelle testen, ob es mir passt. Ich gebe es mal so hoch, dann sieht man, läuft noch zu stark. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Pulver hinzu, kann man variieren, wie man möchte. Jetzt teste ich wieder. Kratze auch das lockere Material vom Boden weg, damit keine Batzen drin sind. Und jetzt würde ich sagen, ist der schon gut. Ich rühre den jetzt nochmal durch, damit die Batzen rausgehen. Mach den natürlich sauber unter frischem Wasser, weil es immer schade, wenn der dann dreckig bleibt. Deswegen mache ich den jetzt noch sauber. Welches Werkzeug brauchen wir? Wir brauchen eine Kelle und eine Glättscheibe, eine Traufel. Um das Ganze aufzutragen, wir nehmen uns jetzt Spachtelmasse drauf und ziehen das glatt ab. Da wir hier die Struktur haben mit Höhen und Tiefen, können wir uns schön an der Höhe orientieren und das an der Höhe abziehen. Also ihr könnt das ganz scharf abziehen und einfach entlang ziehen, dann füllen sich quasi die Tiefen. Ich werde das Ganze jetzt spachteln, um danach Raufaser, Malervlies zu tapezieren. Wenn ihr das dann auch streichen wollt, würde ich euch empfehlen, noch einen zweiten Spachtelgang zu machen und dann alles schön sauber zu schleifen. Für Raufaser, Malervlies müsst ihr danach einfach noch einmal durchschrauben und dann habt ihr schon den perfekten Untergrund, um sowas zu verarbeiten. Ich habe mir jetzt noch Folie auf den Boden gelegt, weil es ist immer ärgerlich, wenn man jetzt einen schönen Vlies ausgelegt hat und man hat mehrere Arbeitsschritte vor. Wenn ein Material runterfällt, dann steigt man die ganze Zeit drin rum. So kann ich nach dem Spachteln die Folie wegmachen und dann habt ihr wieder ein sauberes Vlies. So, ich nehme jetzt Spachtelmasse, nicht zu viel, streife das auf meiner Traufel ab. Und kann das Ganze jetzt schön aufziehen, schön locker,
ihr müsst euch jetzt da keinen Druck machen, das ist jetzt so 20, 30 Minuten verarbeitbar. Und ich würde sagen, wir ziehen uns einfach mal auf, nicht lang reden. Ihr könnt es einfach ganz schön glatt runterziehen. Schön auf der Fläche verteilen. Stellen, die ihr vorher vorgespachtelt habt, beziehungsweise die Löcher, oder wenn die Tapete ausgerissen ist, weil Schränke an der Wand hängen, tun wir trotzdem nochmal überspachteln. Es geht jetzt in dem Schritt erstmal nur darum, diese Tiefen zu füllen. Im zweiten Spachtelschicht, wenn man streichen will, geht es darum, dass man eine feine Oberfläche bekommt. Ihr müsst jetzt da nicht so klein spachteln, sondern ihr könnt schon große Schläge machen, damit ihr auch viel Fläche schafft auf kurze Zeit, weil wir wollen da jetzt nicht eine Stunde rumtun an der Wand. Danach einfach glatt abziehen, wenn ihr so Spachtelkanten drin habt, einfach nochmal eine Traufe drüber gleiten lassen. Habt ein schönes Ergebnis. Ihr könnt es auch gerne mit einem Flügel machen, mit einem Schmetterling, der dann hat eine größere Fläche zum Aufspachteln. An den Türen hier nehmen wir unsere Spachtelmasse und gehen an die Kante und ziehen das von der Tür weg. Deswegen ist das Klebeband hier gut, weil dann keine Spachtelmasse an die Türrahmen kommen kann, ihr müsst nichts putzen, sondern könnt einfach das Teser danach wegziehen. Ich habe jetzt die Wand fertig gespachtelt, es hat jetzt circa so 20 Minuten, 20, 25 Minuten gedauert. Also es ist kein großer Akt, so eine Wand zu überspachteln. Wie gesagt, wenn ihr es jetzt streichen wollt, überspachtelt es noch ein zweites Mal und schleift es dann schön. Wenn ihr darauf tapezieren wollt, Raufaser, Glattvlies, dann könnt ihr das jetzt so lassen, einfach abschrauben. Und dann ist es die perfekte Oberfläche bzw. der perfekte Untergrund, um darauf weiterzuarbeiten. Wir können dann unsere Bildbänder wegmachen. Seht ihr, der Tür ist ein bisschen sauber. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt und abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Teilt das Video an eure Freunde. Und ihr könnt übrigens auch statt dem Arix C1 Brillux 1875 oder vom Brillux einen Handspachtel nehmen. Brillux Produkte findet ihr in meinem Online-Shop, da kreatt ihr sogar 7% Rabatt mit dem Code KreativTobi. Schaut mal vorbei, wenn ihr renovieren wollt. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Tobi. Ciao. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending. So I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it.